Ukraine-Krieg, Energiepreisschock, Inflation, Rohstoffmangel, gestörte Lieferketten, Atomwaffendrohungen und neuerliche Flüchtlingsströme. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aktuell scheint es so, als ob die Hiobsbotschaften gar kein Ende mehr nehmen. Wie können wir also bei all diesen Krisen Oberwasser behalten? An welchen Stellschrauben müssen der Bund, der Freistaat und womöglich die ganze Gesellschaft jetzt drehen? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen, mit Manfred Eibel, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. Hallo. Und mit Rainer Ludwig, dem energiepolitischen Sprecher. Hallo, grüß Sie beide. Grüß Sie. Ja, die kalten Monate sind da und mit ihnen verständlicherweise auch die Sorge vor Versorgungsengpässen und vor Blackouts. Herr Eibel, sind diese Sorgen berechtigt? Also grundsätzlich, glaube ich, können wir jetzt einmal an die Menschen draußen signalisieren, dass vor allem auf Grundlage der gefüllten Gasspeicher es den jetzigen Standpunkt dementsprechend zu keinen Gasengpässen kommen wird. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass ja viele Industrieunternehmen oder auch Privatleute momentan schon selber einsparen, wo es irgendwie nur geht. Wir haben die Situation, dass wir eine Verlängerung der Atomkraftwerke jetzt einmal auf jeden Fall bis in April nächsten Jahres haben. Also dass es auch zu keinen Stromengpässen kommen wird. Ich glaube, diese Sorge oder Befürchtung können wir den Menschen draußen zum jetzigen Zeitpunkt nehmen. Nicht alles, was aktuell passiert, kann die Politik auffangen oder gar kontrollieren. Gibt es denn trotzdem Möglichkeiten, auch von Bayern aus jetzt mitzusteuern, gegenzusteuern, um das Land gut durch die anstehende Zeit zu navigieren? Ja, wir als Bayern, wir stehen natürlich zu unseren Verpflichtungen und vor allem zu der Unterstützung der Wirtschaft und der Menschen. Und wir warten natürlich nach wie vor sehnsüchtig auf die Entscheidungen, auf die fest wirklich verschiedenen Entscheidungen des Bundes, damit wir als Bayern dahingehend dort reagieren können, wo Bundesunterstützungsmaßnahmen nicht greifen. Und dahingehend gibt es ja schon intensive Gespräche und auch Festlegungen, dass ein größeres Milliardenpaket geschnürt werden soll mit einem sogenannten Härtefallfonds, die Unternehmen dahingehend zu unterstützen, dass sie gut auf jeden Fall durch die Zeit kommen, dort wo eben Bundesprogramme nicht reichen. Und ich bin der guten Hoffnung, dass wir hier wirklich Maßnahmen entwickeln, die hier zum Guten geraten. Was halten Sie denn von den Vorschlägen aus Berlin? Man soll sich daheim in den eigenen vier Wänden einfach einen wärmeren Pullover oder dickere Socken anziehen? Also davon halte ich persönlich überhaupt nichts. Weil genau die, wo das verkünden, die werden mit Sicherheit nicht mit dicken Pullovern oder dicken Socken zu Hause sitzen, weil die ganz andere Voraussetzungen haben. Ich glaube, man muss in der Wortwahl schon Sorge tragen dafür, dass man die Menschen nicht in dieser Art und Weise bevormunden möchte, sondern jeder tut in seinem Umfeld, in seinen Rahmen genau das, was für ihn das Wichtigste ist. Und ich glaube, das sind unsere Bürgerinnen und Bürger, auch unsere Unternehmen, sehr mündig dahingehend und brauchen nicht hier Ratschläge in dieser Art und Weise vom Bund. Herr Ludwig, wir haben es gerade schon ein bisschen angekratzt. Der Bundeskanzler hat ja angekündigt, die noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke noch bis mindestens Mitte April 2023 weiterlaufen zu lassen. Wie bewerten Sie die Entscheidung? Also uns geht diese Entscheidung nicht weit genug. Ich denke, es ist ein großes Dilemma, was hier die Ampel in Berlin veranstaltet hat, insbesondere in den letzten Monaten. Unsere Fraktion hat bereits seit dem Frühjahr 2022 immer wieder gefordert, Atomkraftwerke zu verlängern in der Laufzeit, und zwar nicht nur jetzt bis April 2023, sondern temporär wesentlich länger. Temporär heißt auch, wir wollen nicht zurück zur Atomkraft, wir wollen auch kein neues Kernkraftzeitalter damit installieren, da sind wir immer wieder ein Stück weit falsch interpretiert worden, sondern die Betonung liegt einfach nur auf vorübergehend, und das ist entscheidend. Und ich glaube, eine Laufzeit jetzt bis ins nächste Frühjahr hilft uns nicht weiter. Das ist viel zu kurz. Wir fordern deshalb eine Laufzeit bis Ende 2024, 2025, und bis dorthin sollte dann auch der Ausbau der erneuerbaren Energien entschieden vorangetrieben werden. Da wurde, glaube ich, sehr, sehr viel verschlafen. Also wir sind mit dieser Lösung nicht zufrieden. Ihre Fraktion kämpft ja seit Jahren auch schon für den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Mittlerweile stellen die Freien Wähler auch den Energieminister. Was hat sich seither getan?
Ach, ich denke sehr, sehr viel, seitdem Hubert Aiwanger im Ministeramt ist. Ich darf vielleicht mal grundsätzlich daran erinnern, dass Deutschland im Ausbau der erneuerbaren Energien, dass Bayern in Deutschland beim Ausbau der erneuerbaren Energien führend ist. Wir sind die Nummer eins zum Beispiel bei der Sonnenenergie, bei Photovoltaik. Wir haben die höchste installierte Leistung zum Beispiel bei der Biomasse. Und wir haben auch ambitionierte Ziele zum Beispiel bei der Geothermie, wo wir bis 2050 25% der Wärmeversorgung mit dieser Ressource gewährleisten möchten. Und wenn Sie explizit fragen, was hat der Wirtschaftsminister alles erreicht? Ich glaube, sein erstes großes Projekt war das 10.000 Häuser- bzw. Dächerprogramm in Verbindung mit Batteriespeicher. Das ist ein Erfolgsprogramm, nicht nur in Bayern. Deswegen haben wir auch gefordert, dass dieses Programm in ganz Deutschland aus Berlin umgesetzt werden soll, als Vorbildcharakter in Vorreiterfunktion. Und natürlich ist unser Wirtschaftsminister auch ein leidenschaftlicher Fan von Wasserstoff. Wasserstoff hat für uns, ist der Energieträger der Zukunft schlechthin. Und ich glaube, alles, was hier im Rahmen einer bayerischen Wasserstoffstrategie angestoßen worden ist und nach Berlin gegangen ist, trägt die Handschrift von Hubert Aiwanger. Über die Windkraft, glaube ich, brauche ich nichts sagen. Da war Hubert Aiwanger auch einer, der immer permanent gearbeitet hat, die 10H-Regel zu lockern. Da möchte ich jetzt gleich noch mal näher drauf einsteigen, auf die 10H-Regelung. Da haben Sie sich ja auch schon lange dafür eingesetzt, dass die abgeschafft wird. Vielleicht könnten Sie da noch mal kurz schildern, was waren denn da die Probleme bisher und was hat sich durch die Änderung der Bauordnung jetzt geändert? Also diese 10H-Regel, die war ja für unseren Koalitionspartner sozusagen in Stein gemeißelt. Ich darf das mal so offen sagen. Wir waren vor unserer Regierungsmitwirkung 2018 immer gegen 10H, aber es gab halt dann im Koalitionsvertrag auch einen Kompromiss, da hat man sich angenähert und wir haben diese 10H-Regelung mitgetragen. Aufgrund der sich ergebenden Situation waren wir aber auch diejenigen, die immer darauf gedrängt haben, diese 10H-Regelung zu lockern, wenngleich, und das betone ich schon, wenngleich auch wir Freie Wähler gesagt haben, wir möchten keine Verspargelung der Landschaft und wir möchten auch unsere Flächen nicht zupflastern mit Windrädern. Wir wollen auch nicht, dass die Menschen ein Windrad direkt unmittelbar vor ihre Nase gestellt bekommen, ohne dass sie Mitspracherecht haben. Das heißt, wir haben Teillockerungen erzielt. Da ist jetzt auch unser Koalitionspartner mitgegangen. Und diese Teillockerungen heißen, dass nun die 10H-Regelung gefallen ist, in dem Sinn, dass die Abstandsregeln auf 1000 Meter reduziert worden sind. Es gibt Teillösungen hinsichtlich Vorrangflächen beim Repowering, Windräder im Wald, ja, sogar Naturschutzgebiete dürfen jetzt herangezogen werden. Wir haben windnahe Eisenbahnlinien und Autobahnen und selbst in der Nähe von Gewerbe- und Industrieflächen, weil das sogar die Industrie gefordert hat. Also Windkraft ja, Ausbau ja, aber immer unter dem Aspekt Akzeptanz und Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger und für die Kommunen. Wir bleiben noch beim Thema Energie. Herr Aibel, halten Sie die Gaspreisbremse für ein geeignetes Instrument, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten? Also die Gaspreisbremse ist ein Monumentum, das geschaffen worden ist und das, wo auch, glaube ich, gut ist in der jetzigen Zeit. Also es wird ja eine Bremse kommen, hoffen wir nach wie vor, für Gas und für Strom. Was wir natürlich hier bemängeln, ist die Situation, dass natürlich jetzt Holz oder auch sagen wir Öl als fossiler Brennstoff nicht mit eingebunden war. Es gibt viele Menschen, die haben jetzt in der Situation der Gaskrise eine Umstellung ihrer Heizungsanlagen oder Energieversorgungen sagen wir, praktiziert und stehen natürlich jetzt da. Unsere Kernforderung war natürlich immer wieder, dass quasi genau diese Bereiche mit einbezogen werden. Ich sage aber, es ist nicht das Entscheidende oder Allheilmittel, sondern auch staatliche Ressourcen sind begrenzt. Ich meine auch von Staat oder vom Bund. Und dahingehend ist eine permanente Forderung von unserer Seite, von Freien Wählern. Wir müssen es schaffen, die Steuerlast speziell im Energiebereich zu senken auf das europäische Mindestmaß. Das vertreten wir seit geraumer Zeit. Der Bund folgt uns leider nicht. Wir haben die höchsten Steuerbelastungen auf Energie in ganz Europa. Und das zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich ganz deutlich,
ist falsch. Ist falsch dahingehend, weil man den Leuten nicht vorab das Geld aus der Tasche ziehen kann und es dann wieder versucht, anteilsmäßig zurückzugeben. Wir setzen nach wie vor darauf, dass die Steuerbelastung reduziert werden muss. Ich höre es da schon ein bisschen raus. Ihnen reichen die aktuellen Maßnahmen des Bundes nicht aus. Welche weiteren Entlastungen müssen denn kommen? Ja, ich selber bin ja neugierig, wie der Bund auf Dauer hier reagieren wird. Alleine die Gaspreisbremse oder Strompreisbremse wird ungefähr im Bundeshaushalt sich mit 83 Milliarden pro Jahr niederschlagen. Das wird man auf Dauer nicht durchhalten können. Sondern wir müssen dafür Sorge tragen, dass Strom so erschwinglich ist, dass Gas so erschwinglich ist, dass auch die anderen, sagen wir so, Energieträger so erschwinglich sind, dass sich die Menschen das leisten können. Und darum fordern wir wirklich nochmal nachdrücklich, die Steuern für Energie auf das europäische Mindestmaß zu senken. Wir werden auch, sagen wir, eine schwierige Situation vor uns haben, das muss jedem bewusst sein. Der Ausbau der erneuerbaren Energie wird Zeit in Anspruch nehmen. Wie überbrücken wir die Phase dazwischen? Und das wird der elementare Punkt werden, den wo wir im Fokus haben müssen. Wir können es uns nicht erlauben, in dieser Zeit eine Deindustrialisierung in die Wege zu leiten. Wir müssen vorsichtig sein für Wirtschaft wie auch für den Privatverbraucher, dass Energie nach wie vor leistbar ist. Und da setze ich persönlich drauf, dass es zu einer deutlichen Steuerentlastung kommt. Ihre Fraktion fordert ja, dass der Bund auch bei der weiteren Energiepolitik einen Zahn zulegen muss. Stichwort Wasserstoff. Herr Ludwig, Sie haben vorhin schon ein bisschen das Thema angesprochen. Es sind in Bayern vor allem die Freien Wähler, die sich innerhalb der Staatsregierung für den Ausbau der Wasserstofftechnologie einsetzen. Warum der Fokus auf diese Technologie? Ja, es ist in der Tat so ein Lieblingsthema für uns Freie Wähler und auch unseres Wirtschaftsministers. Ich denke, Wasserstoff ist eine echte Schlüsseltechnologie, eine für uns der Energieträger der Zukunft, ein echtes Multitalent, ein Allrounder, wenn ich das mal sagen darf, einsetzbar als Brennstoff, aber auch als Speichermedium und weltweit als ein Energietransportvektor, wenn man so will. Und aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass Wasserstoff in naher Zukunft auch sektorenübergreifend in den Bereichen Gebäude, Wärme und Verkehr eine bedeutende Rolle spielen wird. Und deshalb ist unser Wirtschaftsminister, und da stehen wir Freien Wähler, uneingeschränkt wirklich dahinter, eine Notwendigkeit, das Thema Wasserstoff jetzt ambitioniert voranzutreiben, die Wasserstoffwirtschaft weiter hochlaufen zu lassen. Wir haben jetzt im Haushalt für nächstes Jahr 180 Millionen Euro dafür eingestellt und es geht jetzt wirklich darum, ambitioniert nächste Schritte zu tun. Wir haben zum Beispiel jetzt vor, 50 Elektrolyseure in ganz Bayern zu installieren. Das heißt also, Endziel wird sein, in jedem Landkreis eine Elektrolyseanlage zu installieren. Die größte ist vor kurzem in meinem Stimmkreis im oberfränkischen Wunsiedel eingeweiht worden. Ein Vorbildcharakter nicht nur für Bayern, sondern für ganz Deutschland. Begonnen hat alles mit Forschung und Entwicklung. Ich erinnere 2019 dran mit der Einweihung von H2B, dem Wasserstoffzentrum in Nürnberg. Und jetzt gehen wir dazu über, aus der Forschungs- und Entwicklungsphase auch in die Eigenproduktion zu gehen. Elektrolyseverfahren, Umrüstung von Kraftwerken für Notfallsituationen auch mit Wasserstoff zu bestücken und eben die infrastrukturellen Maßnahmen, dass die Gasleitungen, die Netze umgebaut von Gas auf Wasserstoff oder neu entwickelt werden. Ich glaube, das sind ambitionierte Ziele und das sollte uns in den nächsten Jahren sehr gut gelingen. Bayern hat dazu eine eigene Wasserstoffstrategie entwickelt. Sie ist Vorbildfunktion für den Bund und ich hoffe, dass auch hier die Rahmenbedingungen jetzt im Bund entsprechend gesteckt werden. So viel zum Thema Wasserstoff. Ihre Fraktion hat ja aber auch noch innovativere Technologien im Blick, zum Beispiel die Kernfusion. Und das, obwohl ja noch gar nicht wirklich absehbar ist, ob aus dieser Kernfusionstechnologie jemals Energie produziert werden kann. Jetzt mal ketzerisch gefragt, lohnen sich die hohen Investitionen in dem Bereich dann überhaupt? Also ich denke schon, dass sich diese Investitionen lohnen. Sie sagen es richtig, Kernfusion ist sicherlich eine visionäre Energiestrategie. Aber die TU in Garching forscht hier intensiv an diesem Thema
Und ich glaube, es wird natürlich mit gewissem Vorlauf, wir reden hier von 20, vielleicht 25 Jahren, bis eine Realisierung erfolgen kann. Aber die Zeit wird schnell vergehen und Bayern ist ein Technologieland und es wäre fatal, wenn wir diese Technologie außer Acht lassen würden. Bei der Kernfusion handelt es sich ja sozusagen als ein Gegenstück zur Kernspaltung. Das heißt also Energieerzeugung ohne radioaktive Produkte letztendlich als Abfallprodukte zu bekommen. Und ich glaube, das ist die Zukunft und viele Menschen warten auf diese Technologie und wir sind ein Verfechter davon, dass Kernfusion die ganz, ganz große Zukunft sein wird. Gibt es denn noch weitere schon ausgereifte Technologien, um Energie zu erzeugen? Das Stichwort Agri-Photovoltaik habe ich hier auf dem Zettel stehen. Ja, auch das ist ein spannendes und ein gutes Beispiel. Agri-PV gehört ja in die Landschaft von Photovoltaikanlagen. Wir haben die Freiflächenkulisse erheblich erweitert auf 200 Anlagen pro Jahr. Wir sind Verfechter der Dachflächen, übrigens auch auf staatlichen Liegenschaften. Und jetzt kommt dieses Modell von Agri-PV. Das heißt also Photovoltaik, erneuerbare Energieerzeugung auf Äckern, auf Feldern in Kombination mit der Landwirtschaft, mit dem Naturschutz, mit dem Artenschutz, heißt im Klartext Stromerzeugung als Symbiose gemeinsam mit der Bodenbewirtschaftung, mit dem Ackeranbau, mit der Nahrungsmittelproduktion und auch der Tierhaltung, denn unter diesen Anlagen können Schafe weiden, können Ziegen weiden beispielsweise und auch die Insekten haben ihren Freiraum dort. Also eine Symbiose, die alle Interessen letztendlich unter ein Dach bringt. Aber auch Geothermie ist ein Schatz, der geborgen werden muss und da werden wir selbstverständlich ambitioniert dranbleiben an diesem Thema. Herr Ludwig, Herr Eibel, noch mal eine abschließende Frage an Sie beide. Kommen wir gut durch diesen Winter? Also ich gehe davon aus, dass wir gut durch diesen Winter kommen. Mehr Angst habe ich vom nächsten Winter, wenn ich so sagen darf. Aber dieser Winter ist soweit nach unseren Erkenntnissen hin gesichert. Und ich bin guter Hoffnung und wir müssen auch Optimismus verbreiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser für die Menschen doch so schwierigen Zeit, dass wir es gut schaffen, sage ich mal so, die jetzt an uns herangetragenen Hürden und auch Probleme zu überwinden. Ich schließe mich der Meinung von Manfred Eibel hier gerne an. Ich glaube auch, durch diesen Winter werden wir jetzt gut kommen und ich begründe das damit, dass unsere Gasspeicher momentan gefüllt sind. Ich glaube auch, die Menschen sind sensibilisiert, eigenverantwortlich auch Energie zu sparen. Das wird uns weiterhelfen. Schwieriger wird wohl der Winter 23/24. Ich möchte auch noch mal betonen, ich glaube, dass uns das Thema Atomkernkraft schnell wieder einholen wird. Ich bin überzeugt, es wird nicht genügen, eine Laufzeitverlängerung bis April 23. Wir werden das Thema schnell wieder diskutieren. Und dann ist natürlich auch die Frage, woher nehmen wir das Gas im nächsten Jahr? Die Quellen und vor allen Dingen zu welchen Preisen würden mich interessieren. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf und ich glaube, wir müssen perspektivisch schon ein Jahr weiterdenken, damit uns auch die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit der Energie für die nächsten Jahre gesichert ist. Dann bleiben wir gespannt, was die Zukunft bringt. Herr Ludwig, Herr Eibel, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch Ihnen. Danke sehr herzlich.